Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Mittwoch, den 3. April. Heute haben wir dabei Google Plus, IKEA, die Oscars, Streamingdienste, Twitter und Bitcoin. Beginnen tun wir mit Google Plus und Google Inbox. Die sind nämlich seit gestern eingestellt. Das war zwar schon länger angekündigt und ja, viele interessiert es, glaube ich, auch gar nicht, weil sie weder Google Plus noch Google Inbox benutzen. Aber jetzt ist es final und zumindest bei Google Inbox gab es ja diverse Fans, die jetzt woanders hin müssen. Bei Google Plus gab es, glaube ich, nicht viel Personen, die jetzt woanders hin müssen. Also, ciao, ciao, Google Plus und Google Inbox. IKEA, die hatten ja ihre Thread-Free-Steckdosen angekündigt, wo dann viele gehofft haben, dass man die schön zu Hause ins Smart Home integrieren kann. Und die haben jetzt offiziell bekannt gegeben, dass wir die Steckdosen erst im Februar 2020 bekommen werden. Also richtig gehört, praktisch in 10 Monaten erst. Also keiner weiß warum, denn die Steckdosen gibt es in anderen Ländern problemlos. Also man kann anscheinend sogar drüben bei unseren Nachbarn in Holland diese bekommen für 10 Euro das Stück. Also der Grund ist nicht so klar, aber ja, wenn ihr die braucht, müsst ihr euch die anders besorgen oder ihr weicht auf andere Hersteller aus. Die Oscars, also der Filmpreis, die Oscars, die haben ja durchaus darüber nachgedacht, Streamingdienste nicht zuzulassen. Also mit ihren Filmen, die dann eventuell auch nur ein, zwei Mal im Kino liefen, damit die sich für den Oscar qualifizieren, dann bei den Oscars auch mit einem Oscar bewertet oder ausgezeichnet zu werden, besser gesagt. Ja, und wenn der Gedanken weitergesponnen wird und das Tatsache wird, dann werden sie wohl Probleme mit dem US-Government bekommen, dem Department of Justice, mehr oder weniger auch so ein Teil Kartellbehörde, denn das wäre kartellrechtlich wohl bedenklich. Und ja, dann wird sich das Government einschalten und dann müssen sie eventuell wieder zurückrudern. Also keine einfache Sache, bleibt auf jeden Fall spannend, besonders für Netflix und Co. Und wenn wir schon beim Stream sind, nicht von Film, sondern von Music, das wird ja immer populärer und mittlerweile sind neue Reports rausgekommen. In Amerika, also in den USA, war Streaming für 75% des totalen Umsatzes mit Musik zuständig und weltweit ist es schon bei 47%, also praktisch die Hälfte. Das heißt, Geld wird nur noch mit Musik im Streaming verdient bald und nicht mehr mit ja, klassischen anderen Tonträgern, also normalen Verkäufen, CDs, Platten und was es sonst noch so eventuell alles gibt. Ja, also die Entwicklung ist nicht aufzuhalten, beziehungsweise ist die Entwicklung, glaube ich, schon durch. Es ist ganz klar Streaming. Twitter, die haben ein neues Feature angekündigt. Man soll jetzt direkt in Twitter und in der Twitter-App logischerweise dann Reports machen können, wenn ein Tweet irgendwie ja ein Fake-Account ist, ein Hacker-Account oder was auch immer. Und man kann dann halt einfach drauf klicken, kann das angeben, muss ein Formular ausfüllen und dann wird das geprüft und dann kann entsprechend ja der Account gebannt werden oder eben, wenn es eine Falschmeldung ist, dann passiert natürlich nichts. Und ja, auf jeden Fall eine gute Sache, haben andere Netzwerke ja durchaus schon. Oft ja, ist die Funktion da, aber sie wird leider von den Netzwerken nicht richtig umgesetzt oder das, was das Netzwerk als nicht erlaubt ansieht, ist nicht unbedingt das, was wir als normale Nutzer eigentlich als nicht erlaubt ansehen. Naja, und letztes Thema für heute, Bitcoin. Der Bitcoin geht wieder hoch. Ja, der war nämlich kurzfristig über 4.900 Dollar und ja, hat einen enormen Sprung gemacht in kürzester Zeit und viele Anleger denken wieder, es läuft wieder so toll wie in 2017. Ja, also wenn ihr euch für Kryptowährungen interessiert, dann schaut doch mal wieder rein bei Bitcoin. Auf jeden Fall sieht die Chart sehr vielversprechend aus, dass es wieder mal nach oben geht. Aber wie immer, das ist natürlich alles sehr spekulativ, aber man kann mal wieder reinschauen. So, und das war's dann auch schon für heute. Ich wünsche euch einen guten Mittwoch. Ja, bleibt positiv und ich hoffe, wir hören uns morgen wieder. Hört mehr Geek Talk.